Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Warum sind hier nur so viele Vasen? Revelio! Befindung! Akio! Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Revelio! Akio! Revelio! Akio! Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Akio! Revelio! Akio! Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird? Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. In Hazel muss hier irgendwo sein. Revelio. Na los, Hazel. Levioso! Ich pass auf dich auf. Revelio!
Leviosa! Ach hier! Protego! Leviosa! Revelio! Zweifellos. Leviosa! Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Auf geht's nach Hogsmeade. Madame Buckbrook. Ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja?